Und damit servus meine lieben Freunde und Zuschauer vom Park to wir finden uns heute in Rust. Jawohl, meine Freunde, es geht wieder los. Moment, ich bin sehr vorbereitet. Der Resort Pass, quasi der Europapark oder wie war das? Der Europapark Club früher. Ja, die Jahreskarte ist back, meine Freunde. Ich habe mich für die Silber entschieden. Aus dem Grund, weil ich ja nicht direkt um die Ecke wohne, sondern ich muss schon 4,5 Stunden hier rüber dackeln, um tatsächlich den Park genießen zu können. Und ja, es geht tatsächlich los. Ich beginne jetzt die Saison offiziell hier im Europapark. Heute tatsächlich nur mit Amusement View. Und die Frauen sind heute nicht dabei. Die werden aber demnächst irgendwann mal wieder aufploppen hier in dem Vlog. Und was sagt denn der Fabi so zum Comeback des Europapark Clubs bzw. Resort Pass Silber und Gold? Also grundsätzlich finde ich es cool, dass wir wieder ein Angebot einer Jahreskarte haben. Natürlich ist die jetzt deutlich teurer geworden. Meiner Meinung nach auch noch etwas zu teuer, weil auch keinerlei anderen Leistungen mit drin sind. Sprich Rabatte. Genau. Aber wir haben doch bestimmt damit freie Eintritte in andere Parks. Einmalig, glaube ich, in Efteling. Phantasialand wurde nicht kommuniziert, weil Phantasialand macht gerade nichts mit, ne, was das angeht. Liseberg war, glaube ich, noch mit dabei wieder. Liseberg, genau. Ja, müsste ich jetzt aber auch noch mal fahren. Und auch ein paar Prozente für so kleinere Parks, Holiday Park und solche Geschichten, Trips Drill. Ja, also das ist mit drin, das darf man nicht vergessen. Blockster Parks allgemein sind, glaube ich, 40% oder so. Ja. Ja. Nee, aber ich finde es auch wieder mega gut, weil für mich lohnt es sich halt nun mal, wenn ich jetzt eine weitere Anreise habe, müsste ich jetzt 60 Euro pro Tag zahlen. Das habe ich gespürt letztes Mal. Glaube ich dir, ja. Ja, und jetzt machst du halt einmal eine krasse Investition, aber kannst jetzt quasi entspannter hier rumlaufen. Das auf jeden Fall. Ne, und nicht alles abhetzen. Okay. Da kommen die Pfandflaschen angerollt. Dann würde ich sagen, wir betreten dann den Europapark mal wieder, aber jetzt mit besserem Gewissen, und zwar einfach reinlaufen mit dem Resort Pass, meine Freunde. Woohoo! Also gescannt haben wir schon vorne. Hier kann man jetzt einfach durchlaufen, also nicht wundern. Ja, Saison 2022 haben wir ja schon begonnen hier auf ParkTube. Und ja, heute mit Fabi unterwegs. Entspannt, ne? Sehr entspannt heute. Ja, das Wetter, wie gesagt, ist sehr durchwachsen. Wollen wir Tickets drucken? Tickets drucken. Ja. Genau. Also wenn es Leute gibt hier auf diesem Kanal, die noch nie ein Zeitticket von Voletarium gezogen haben, jetzt ein kleines Tutorial. So, also ihr müsst quasi hier hinten zum Voletarium-Eingang. Doch bevor ihr den Eingang benutzt, biegt ihr vorher mal nach links ab. Und da findet ihr quasi Zeitticket-Automaten. Ne, deswegen habe ich noch meine Karte in der Hand. So. So, und dann stehen oben Uhrzeiten. 15:30 bis 16 Uhr. Das heißt, es ist einiges los, sagt der Fabi. Ja. Etwas mehr wie gestern, würde ich machen. Ja, also so. Was wir jetzt machen, ist uns einfach nur piep. Und dann hast du quasi ein Zeitticket für Voletarium. Dann kannst du quasi in der Zeit zwischen 15:30 und 16 Uhr ohne Wartezeit fliegen gehen. Okay, was heißt ohne Wartezeit? Ich glaube, ungefähr 5 Minuten ist dann die reguläre Wartezeit für die Zeittickets. Aber ansonsten, was haben wir jetzt für eine reguläre Wartezeit? 10 Minuten, ah, das geht eigentlich noch. Dafür, dass es die erste Attraktion ist in dem Themenbereich, ist das doch ganz entspannt. Und ja, erstmal gehen wir in den Park. Ich hoffe, das Wetter bleibt so, wie es jetzt gerade ist. Denn es ist mega durchwachsen. Also wir haben Regen, wir haben Sonne, wir haben Gewitter, wir haben Regen, Sonne, Gewitter, alles im Wechsel. Und das ist kacke, weil du musst immer irgendwas mitschleppen, ja, und dann ist es zu warm und dann hast du eine zu lange Hose und dann hast du eine zu kurze Hose. Also das ist unfassbar momentan, was hier abgeht. Wettertechnisch ist es echt schwierig. Wie siehst du das?
Ja. Das ist echt kacke, ne? Das ist schwierig. Schwierig, ja. Deswegen schleppen wir jetzt einfach alles mit, was wir haben. Und dann ist es halt so. Ja, Europapark. Wir betreten den Park und ja, lassen euch teilhaben hier in Deutschland oder eigentlich dem schönsten Freizeitpark der Welt. Auch meiner Meinung nach. Ja, und direkt im deutschen Themenbereich in der Main Street haben wir die Schatzkammer und hier werden meistens auch neue Produkte vorgestellt. Und auch dieses Mal haben wir mal wieder was Neues, was vorgestellt wird, und zwar Adrenalin. Ist eine Art, ja, es ist schwierig zu erklären, es ist eine Art Restaurant und ja, verbunden mit einem Ride. Also man kann es sich so vorstellen, dass man quasi einen Sitz hat mit einem Tisch und du fährst quasi mit diesem Tisch, ich weiß jetzt nicht, ob schienengebunden oder nicht, ob das trackless sein wird oder nicht, weiß ich halt gerade nicht, aber es ist auf jeden Fall so geplant, dass man eben mit seinem Tisch und seinem Stuhl durch verschiedene Themenräume fährt und dann auch in dementsprechenden Themen das dementsprechende Essen serviert bekommt. Vermutlich. Vermutlich. Also die Erzählungen von den Max deutet eigentlich alles darauf hin, dass es so sein wird. Also hat der Michael schon gesagt und der Thomas auch. Ich glaube in einem Podcast vom Europapark selbst. Und da haben sie auf jeden Fall erzählt, dass es so, so in die Richtung gehen wird. Und tatsächlich, Fun Fact, das Projekt wäre fast gescheitert, aber man hat sich tatsächlich zusammengerauft und es doch noch quasi umgesetzt. Also es wird jetzt gerade umgesetzt, neben dem Rulantica bzw. Kronosar. Und da waren wir auch gestern schon spazieren gewesen und es geht voran. Also die Halle steht schon. Das Innenleben wird gerade jetzt entstehen. Und ja, ich bin gespannt, ob das dieses Jahr noch fertig wird. Gibt es da Infos, welches Jahr? Ich habe auch keine Ahnung. Aber ja, das ist das offizielle Logo. Und wie ihr seht, es wird nicht viel gezeigt. Ne? Halt nur Messer, Gabel quasi und der Teller in der Mitte. Und Adrenalin. Also Adrenalin, ne? Also da denke ich immer so, du frisst und dann geht's den First Drop runter, weil du Adrenalin gefressen hast. Ja, also ich weiß nicht, ob es hier noch mehr Infos gibt. Ne, das ist jetzt nur Julbi. Ist auch direkt neben Adrenalin das Gebäude. Und da habe ich tatsächlich schon seit längerem eine Theorie. Und zwar, dass man versucht in der Ecke von Kronosar und Rulantica. Ist meine Theorie, ich weiß nicht, ob ihr das auch vielleicht so vermutet, aber ich vermute, dass die da eine Art, so wie in Disneyland, man es auch kennt, so eine Art Village zu bauen, sodass du halt nach dem Park noch mehrere Angebote nutzen kannst, wie zum Beispiel Adrenalin, Julbi und welche Produkte auch noch kommen werden in Europapark bzw. Europapark Village. Dass man halt abends noch mehr Entertainment hat und noch mehr Möglichkeiten, sein Geld hier in Rust zu lassen für die MAG GmbH. Ne? Also ich finde es gut, das ist jetzt kein Beschweren oder kein Meckern. Nee, überhaupt nicht. Ich freue mich, dass, oder ich vermute und hoffe. So, ich muss erstmal nachdenken und dann reden. Ich vermute und hoffe, dass sie sowas vielleicht hier aufbauen in Rust. Denn es tendiert schon so einiges dazu. Warum sollte man denn alle Angebote hinten beim Rulantica oder Kronosar aufbauen? Also für mich deutet es darauf hin. Und Platz haben wir da auch ohne Ende. Und Baustellen auch ohne Ende hinten beim Kronosar. Und der Fabi, ich weiß nicht, ob der da auch die Vermutung hat. Oh. Ist das die Dschungelfloßfahrt? Ja. Nein! Tu das nicht! Weg. Ja, ob ich diese Vermutung auch habe, da bin ich mir tatsächlich noch nicht ganz sicher. Du weißt aber, was ich meine, ne? Ja, ob das in diesem Umfang dort entstehen wird. Aber mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja, also zwei Attraktionen quasi haben wir schon da. Plus Rulantica, ne? Ja, aber das ist ja ein Ganztagesangebot.
Und die zwei daneben sind halt so, ja, mach mal kurz mit. Ja, ja. Ne? So, und ja klar, ein paar Shops kannst du da auch hinstellen, so wie in Disney Village. Und dann hat der Europapark tatsächlich mehr zu bieten als so ein Disney Village, weil da kannst du nur fressen und Sachen einkaufen, ja, das war's auch. Eine Bowlingbahn und solche Sachen? Nicht, dass ich wüsste, nee. Also ich habe da keine Bowlingbahn bis jetzt gesehen. Also in Paris, ne? Ja. Nee, ich weiß, keine da Ahnung. Da gibt's einen Five Guys noch. Da gibt's einen Five Guys, gibt einen McDonald's, ja, das ich meine, ist richtig. Es gibt ein Kino. Kino gibt's auch. Ach ja, stimmt, Kino. Ja. Ich meine, es gibt auch eine Bowlingbahn. Das weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Müssen wir auch nochmal gucken. Ich war auch nicht, ich glaube, ich war auch nicht in jedem Laden da drin. Also im Merchandising-Shop schon, aber nicht in jedem Lokal, sagen wir es mal so. So, wir haben heute Dienstag, am Ende Mai. Und ich hoffe, der Park ist relativ entspannt heute. Wie gesagt, gestern waren wir auch schon hier gewesen. Wollten ein paar Aufnahmen tätigen. Aber halt, wie das Wetter momentan so drauf ist, kann man sich nicht darauf verlassen, dass die Bilder gut werden. Das ist echt doof. Also man braucht wirklich perfektes Wetter. Aber ja, ich denke mal, es wird relativ entspannt sein heute. Oh. Heute leider keine On-Rides von großen Achterbahnen, denn Andi hat seine GoPro nicht dabei. Eieiei. Eieiei, nicht dabei. Nicht so gut. So. Aber ich will heute tatsächlich auch mal vielleicht irgendeine Show gucken. Ich glaube, da hat der Fabi nichts gegen, glaube ich. Grundsätzlich nicht. Ne? Grundsätzlich nicht, okay. Theatro. Welche? Welche denn? Gibt es denn rein interpretieren? Gibt es denn eine Magic Show? Sowas in der Art? Ja, nur das, was du halt schon kanntest, ne? Aber das gibt's, das ist jetzt auch schon wieder geändert, ne? Okay, dann sag mal an, was gucken wir? Also ich hätte vielleicht gedacht in der Arena de Fiesta. Sag mal. Nein, also... Hier ist quasi Tanzgesang quasi, ne? Ja, so wie immer so Musical-like, ne? Ja. Also hier sind die Shows, ah ja. Da hinten in der spanischen Arena, habe ich gedacht. Ja, mit Pferden. Hätte ich auch Bock drauf. Das ist mega lustig. Also, ja. Ja. Lass uns mal gucken hier. The Return of the Sultan. Es gibt verschiedene Shows. Ja. Echt? An einem Tag verschiedene Shows? Ja. Okay, das ist Europapark halt, ne? The Return of the Sultan fand ich mega lustig. Return of the Sultan. Ja. Jetzt habe ich aber die Uhrzeit gerade nicht gesehen. Ja, kommt gleich wieder. Kommt wieder, gar kein Problem. Ritmo Flamenco ist wahrscheinlich viel Tanz und Spanisch. Ja. Hast du nicht gesehen? Nee, ja. So. Rückkehr des Sultans, da steht es jetzt auch. 13 Uhr. Und 16 Uhr. Toll, jetzt ist Instagram aufgegangen. Wir haben jetzt... Wir haben 11. Ja. Ich würde sagen, direkt mal die um 13. Können wir gerne. Falls die nicht abgesagt wird, wegen, ne? Den lieben Wettergott, Tlaloc. Django. Ja, ich würde dann vorschlagen, fahren wir eine Runde Geisterschloss, weil da könnt ihr ja mitkommen im On-Ride. Also alle Dark Rides ist gar kein Problem. Und kleinere Flat Rides auch gar kein Problem. Ja, so. Die Märchenbootsfahrt. Ah ja, die gibt es ja auch noch. Gut. Dann ein kleines, kurzes, knackiges POV von Geisterschloss. Aber dieses Mal mit Elevator, der ganz viel Sinn ergibt hier. Juhu! Ha ha ha.
Mal wieder im Max-Produkt. Da ist ja auch nichts verändert, ne? Alles gleich geblieben noch. Das sieht sehr schön aus, sehr gepflegt. Aber in den vergangenen Jahrzehnten hat sich ja einiges verändert. Ja. Das hat sich auf jeden Fall sehr viel verändert. Das muss mega viel, also früher viel düsterer gewesen sein. Ja. Ist jetzt eher lustig als gruselig. Steht zwar kleiner Horror, aber wenn ich jetzt rauszoome, sieht man den Horror. Ja, und das meinen wir mit dem Wetter. Also es ziehen sich wieder die Regenwolken zusammen und dann kommt es runter. Ne? Da hast du noch Sonnenschein. Da hinten. Aprilwetter. Der April macht, was er will. Ich sehe jemand von den Max? Weiß man nie, ne? Das weiß man nie so genau. Ja, ja. Wobei ich glaube, dem hier sieht ein bisschen fresher aus. Fresher. So, ja, jetzt sind wir quasi eine Runde Geisterschloss gefahren. Mit nervigen Kindern mal wieder. Oder Teenies oder was auch immer das war. Irgend so was dazwischen, ja. Ja, aber die haben rumgeschrien, als gäbe es keinen Morgen. Ich habe keine Ahnung, was die da hatten für Probleme. Aber gut, ist jetzt halt nun mal so. So. Ich würde vorschlagen, eine Runde Piccolo Mondo mitzunehmen. Meine letzte Fahrt ist auch schon mindestens ein Jahr her. Und da ja keine Wartezeit an sich ist, würde ich sagen, fahren wir mal den kleinen, aber feinen Dark Ride hier im italienischen Themenbereich. Piccolo Mondo. Ja, und da wären wir auch schon drauf. Es ist so mega klein und kompakt. Ist mega cool. Voll mit Theming einfach. Bis ins kleinste Detail. Voll gestoppt. Klar, nicht der Nonplusultra Dark Ride, aber schön.
Ciao, Papi! Ja, und deswegen ist unter anderem auch der Europapark mein Lieblingsfreizeitpark überhaupt, weil du an jeder Ecke, du hast an jeder Ecke eine Attraktion versteckt, ja, wo du dir denkst, hier kann auch nichts mehr drin sein, hier ist auch kein Platz für sowas, aber der Europapark macht es einfach wie quasi Piccolo Mondo oder das Geisterschloss so unscheinbar, ja, du läufst ja einfach rum und hast so zwei Dark Rides direkt nebeneinander stehen, das eine größer, das andere kleiner. Aber trotzdem sind es Attraktionen und die, was machen die? Nehmen Kapazität weg und somit ist der Park immer sehr gut, ja, wenn er sehr gut gefüllt ist, trotzdem noch ertragbar von den Wartezeiten, weil du eben viel Kapazitäten durch verschiedene kleinere Attraktionen und mehrere Attraktionen einfach mal ein bisschen entlasten kannst und das ist eben Europa Park und deswegen liebe ich diesen Park einfach, weil er so vielfältig ist, so viele Angebote hat, sodass eben jeder eigentlich auf seine Kosten kommt, hier im Europapark. Und in meinen Augen schafft das kein anderer Freizeitpark, den ich bis jetzt besucht habe. Viele habe ich noch nicht gesehen von der Welt. Das versuche ich natürlich zu ändern, aber das ist bis jetzt der Freizeitpark, den ich bevorzugen würde und auch tue. Piccolo Mondo. So, Jackie weg. Geh mal da hin, Emily. Hörst du dich? Hörst du dich? Oh. Tut das weh? Das tut auch weh. Die Linse ist hart. Aber wie gesagt, der Lehrer ist schon. Ja, das war Emily. Ein süßer kleiner Hund. Ach, ich liebe Hunde. Hunde sind super. Vor allem Emily, das kleine Ding. Ist mega aufgeregt, im Europapark zu sein, so wie der Andi. Immer aufgeregt ist, hier im französischen Themenbereich zu stehen. Dann gehe ich auch immer ab. Nein, aber auf jeden Fall eines der schönsten Orte auf diesem Planeten. Für Moa. Eine Runde Konkon-Coaster, würde ich sagen. Ja? Ja. Apropos Themenbereiche. Europapark. Ja. Deine Nummer 1. Meine Nummer 1. Ja. Weil du stehst gerade auf meiner Nummer 1. Ja, was ist denn meine Nummer 1? Boah, das ist jetzt echt schwierig. Frag mich nachher nochmal. Echt? Ja. Du hast keine Antwort. Als Europapark-User seit Jahren. Ja. Hast du keine direkte Antwort? Oje, oje. Okay, dann fragen wir dich halt gleich nochmal. Dann fahren wir erstmal ein Ründchen. Konkon Coaster. 15 Minuten Wartezeit, jetzt gerade. Schön wieder hier zu sein. Schönes Wetter, schöne Bahnen, schönes Theming. Also bis jetzt hält sich das Wetter eigentlich noch ganz gut. Mal gucken, wie das bleibt heute. Ja.
eine schöne, geschmeidige Runde Kong Coaster in der First Row. Yay! Macht bis heute immer Fun, ne? Ja. Also ich habe auf dieser Bahn immer das Gefühl, dass ich gerade träume, weil ich weiß nicht, wie es im Dunkeln fahren und dann ab und zu ploppt was auf. Das lässt mein Gehirn ein bisschen schmelzen, ich weiß nicht. Also ich fühle mich dann einfach komisch. Aber gut, komisch. Ja. Kong Coaster ist auch noch ein paar Worte zu sagen. Ich meine, die Karre ist jetzt wie alt? 2 Jahre mittlerweile. Ja. Tatsächlich. Und fährt sich immer auch gut, ne? Fährt sich immer super. Ja. Ich denke, das wird auch noch eine Weile so gehen. Ja, aber das VR-Angebot wird echt sehr selten genutzt. Wir hatten vor uns den VR-Zug und da saßen 2 Menschen. Das war der ganze VR-Zug gewesen. Ah, ich denke, es kommt immer drauf an. Ja, also diese 6 Euro schrecken halt die Leute ab, weißt du? Ja, ja. Das ist halt so. Ja, das könnte man etwas günstiger gestalten. Ja. Gehen wir mal rund auf 4 Euro, 4,50. Ja, ja. So der Preis, den würde ich noch blechen. Weil ich meine, Valerian existiert auch schon länger. Ja. Ich glaube, die meisten haben das jetzt auch schon gesehen. Und da zahlst du nicht nochmal 6 Euro, weil wofür? Ja, kennst du doch schon. Ich würde es gerne wieder fahren, weil ich diese Anfangssequenz mega feier. Ja, wo du da so nach hinten raus. Ja, ja, weil das fühlt sich wirklich an, als würdest du mit Hypergeschwindigkeit durchs All fliegen. Aber 6 Euro gebe ich lieber für was zu essen aus, ganz ehrlich. So, machen wir jetzt. Wir gehen jetzt zur spanischen Arena. Ja. Ja. Und dann, wie heißt die Show jetzt, die wir gucken? Ich glaube, die Rückkehr des Sultans. Die Rückkehr des Sultans. Ja. Ist auch mit ein bisschen Comedy verbunden. Genau. Ja. Ist der Esel auch wieder dabei? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ein Kamel ist dabei. Ein Kamel? Das haben wir gestern doch schon gesehen. Ein Kamel? Ein Kamel, ja. Die Pferde und... Die haben ein Kamel gestern gesehen? Ja, natürlich. Hä, wo? Wie wir Atlantica gefahren sind, da hinten raus. Okay, dann habe ich das nicht geblickt. Ich saß ja ganz rechts, deswegen. Ja, ja, ja. Ah, so, ein Kamel, ja, cool. Gut, dann gucken wir uns das natürlich an. Leider können wir die Show nicht filmen. Ist halt kein Disneyland hier. Ja, gut. In Disney darfst du alle Shows filmen, was mich mega verwundert hat. So, ja, gar kein Problem, Hauptsache kein Blitzlicht. Und der Rest ist gar kein Problem, kannst du machen. Do it, just do it. Aber ja, kann ich dich jetzt fragen, was dein Lieblingsthemenbereich ist oder noch nicht? Kannst du mich jetzt fragen? Ja, ich finde Griechenland finde ich sehr schön von der Atmosphäre. Ja, vor allem wenn du oben auf der Terrasse stehst. Ne? Ja, das ist. Und dann auf Poseidon blickst. Auch hier so der Bereich im Atlantika super Splash ist sehr schön. Weil? Ich mag aber auch sehr tatsächlich da hinten so die ruhigere Ecke. Ich sitze ganz gerne erstmal auf der Terrasse vom Spices. Ja. Das ist ja so ein Bereich, den kannst du nicht so wirklich zuordnen im Moment. Das finde ich sehr gemütlich, ja. Also. Weil ich frage dich jetzt, weil du offiziell tatsächlich auf Platz 2 von mir unterwegs bist. Spanien. Weil ich feiere hier diesen Boden. Und das ist. Du fühlst dich wirklich, als wärst du gerade in Spanien unterwegs. Alleine immer hier, wenn ich durchlaufe, habe ich Sonnenschein. Immer, grundsätzlich. Ja, so. Also das sind so deine Lieblingsbereiche hier, sagst du? Ja, es gibt hier viele tolle Ecken. Es gibt viele tolle Ecken, ja. Ah, es wird neu lackiert irgendwo. Ja, irgendwas wird hier neu gestrichen. Ja. So, dann gehen wir jetzt. Die Rückkehr des Sultans. Nein. Und schauen uns natürlich die Show in Ruhe an. Ja, am besten Einlass mit. Ist auch schon. Einlass ist schon, deswegen würde ich jetzt auch losgesprintet. Ah, die Sombra-Seite bitte. So, die Plätze füllen sich langsam hier in der spanischen Arena und wir genießen dann jetzt erstmal die Show, die Rückkehr des Sultans, und dann sehen wir uns nach der Show wieder. Hallo? Bei dir auch alles gut? So, wir kommen jetzt gerade aus der spanischen Arena und düsen direkt weiter zur nächsten Show, aber erstmal ein Kommentar zur Show in Spanien. Es hat mir gefallen. Es ist im Grundprinzip immer fast das gleiche, ähnlich. Es wird gezeigt, was man so mit Pferden alles machen kann. Aber ja, mir hat ein bisschen mehr Comedy gefehlt. Ne? Weil es gibt da diesen einen Charakter, diesen kleineren Menschen. Und der macht es halt wirklich lustig. Aber das ist wirklich ein Talent. Es ist ein Talent. Es ist einfach ein lustiger Mensch, weißt du. Du guckst so und du bist direkt froh und fröhlich. Ja, genau. Ja, aber ich
Also eigentlich könnte er mehr machen, aber ich weiß nicht, ob die Rolle das halt so hergibt, weißt du? Ja, also ich kenne Rollen von ihm, da war es wirklich, also ich lag auf dem Boden. Ganz ehrlich, ich lag einfach auf dem Boden. Und heute dachte ich mir so, ja, ist zwar lustig, aber da fehlt irgendwas. Ne? Aber trotzdem war eine super Show. Kann man sich natürlich nochmal anschauen, weil einfach, ich mag, wenn Leute, also Pferde sind mega cool. Einfach, ist halt einfach so. Ja, das ist schon Kunst. Das kann man. Das ist Kunst, ja, natürlich. Das ist Können und Kunst. Ich würde mir dabei das Genick brechen. Ja. Oh Gott, Alter. Ja, ich stelle mir das auch manchmal vor, wenn man dann selber drauf sitzt oder bekannte Leute. Ah, kann man jetzt operaten? Nee, wahrscheinlich immer noch Phantasialand-Vibes. Oh. Warte. Doch, kann man. Ne? Ja, doch. Ja, doch, das geht. Aber, ja, doch, das geht. Keine Phantasialand-Vibes mehr. Kann ich das nicht schön? Guck mal. Herrlich. Komm, mach mal den Achterbahn-Operator. Ja, mega gut. Siehst du, ich kann das nicht, wenn jemand die Kamera hält. So. Jetzt gehen wir weiter und zwar Richtung England und da werden wir uns die nächste Show angucken, die ich auch noch nicht kenne. Sie heißt nämlich Abraka Shakespeare hatten wir gerade, ja. Mit dem Sultan, ne? Echt so, ja. Nein, Abraka Shakespeare, so heißt die Show, Reloaded, darf man auch nicht vergessen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, es wird ein bisschen gezaubert und da freue ich mich besonders drauf. Aber ich habe auch schlechte Erfahrungen in den Globe, was die Temperatur angeht. Ich war mal einen wirklich sehr, sehr, sehr heißen Sommertag da gewesen. Und du kennst die Bude. Ich kenne die Bude, ja. Lüften ist da halt semi. Ja, das Fenster aufmachen, was hinter dir ist, ist auch so. Naja, das hilft nicht wirklich. Ja, und letztens saßen wir da und ich fühlte mich wirklich wie in einem Saunaclub. Es war halt so. Ja. Aber ja, dann gucken wir uns jetzt Abraka Shakespeare mal an. So. Und Fabi, Wetter immer noch perfekt. Ja, sehr schön. Aber nee, auch nicht. Robbie Williams ist auch hier. Ja, so was wolltest du sagen? Ja, heute sind die Temperaturen auch sehr, sehr angenehm. Ja. Gestern war richtig drückend und ekelhaft. Ja, also ich habe gestern echt 5 Liter raus aus dem Körper. Das ist heute eigentlich das perfekte Wetter. Heute ist perfekt, ja. Immer dieses Windchen zwischendurch, weißt du? Ah ja, Globe. Ja, genau. Genau, ja. Ja, perfektes Wetter. Und wo sind wir? Im Europapark. Da sind wir doch genau richtig. So. Dann stellen wir uns mal an für die Show im Globe. Drin und Andi merkt schon die Luft, die nicht vorhanden. Ja, ich saß noch nie unten im Globe, deswegen meine Premiere jetzt auf der Erdgeschossetage. Und ja, wir melden uns nach der Show wieder. Ja, wir kommen jetzt gerade aus Globe, Abraka Shakespeare, Alter, mega gut, bitte. Ah, die Show, doch. Also ich habe die Show vorher geguckt, die, wann waren wir hier gewesen? Vor 1-2 Monaten. War auch okay, aber
Die Show ist mega geil, die ist durchdacht, die hat Comedy, geile Zaubertricks tatsächlich und müsst ihr euch einfach angucken. Also ich bin auf jeden Fall geflasht, bin überrascht. Sieht auch cool aus, Effekte funktionieren. Die Bühne an sich ist mega cool. Und ja, also ich bin positiv überrascht, wirklich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mir die ja doch so gut gefällt. Da waren ein paar coole Witze dabei. Ja. Auch Europapark gebundene Witze. Ja, ja. Was war das? Blech. Ja, ah, ich habe eine Europapark Jahreskarte gekauft, so auf der Bühne. So, ja, was? Silber, Gold? Wie so. Blech. Nee, auf jeden Fall mega gut. Oder man sagt nicht Macbeth im Europapark, sondern Macbeth. Das war einfach gut. Direkt mal die besten Witze rausgenommen hier für euch. Nee, auf jeden Fall empfehlungswert. Hier habt ihr doch das Logo dazu. Also auf jeden Fall wirklich nice gemacht. Wirklich. Ich bin begeistert, ja. Und das sind die zwei Hauptdarsteller oder beziehungsweise die einzigen Darsteller. Und ein Geist, was sie auch tatsächlich am Ende ist. Nee, finde ich cool. Wirklich geil gemacht. Das war Schnieke, ja. Schnieke, Schnieke. Gute Europapark-Produktion, wie die immer sagen. Ne? So. Ja, dann schlendern wir noch ein bisschen durch den Park. Auf jeden Fall muss ich noch Batavia mitnehmen, dürfen wir nicht vergessen. Da dürft ihr auch teilhaben. Und ja, noch mal ein bisschen in die Arthur-Area gehen. Das wird alles noch gleich passieren. Und ja, mal gucken, wo wir als nächstes hinlaufen werden. Abraka, Shakespeare. Mega gut. Wir stehen gerade in Griechenland und hier haben wir einen schönen Ausblick auf die Baustelle aktuell von Voltron. Ja, dem Mack Big Dipper, der hier entsteht. Ja, und jetzt werden Fundamentbohrungen durchgeführt. Oh ja, wie sieht es aus mit Fabi? Ist er gespannt? Freust du dich schon auf dieses Produkt? Ja, ich bin sehr gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Und was hast du denn für Erwartungen an Mack und Theming? Also ich glaube mal so vom Themenbereich her, weil es gibt ja einen neuen Bereich auch. Welcher war das nochmal? Kroatien. Kroatien kommt. Ich habe eigentlich, kann ich sagen, hohe Erwartungen, weil aber ich denke auch, dass diese erfüllt werden. Ja. Ich bin mir im Moment noch nicht ganz schlüssig, weil es gibt ja schon durchaus so ein paar Leaks, wie das Layout werden soll, wie man das vermutet. Ja. Das sieht alles sehr groß und sehr lang aus, wie man das ja auch angekündigt hat. Aber das hier sieht sehr klein aus. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da hinten... Ja, ich wollte sagen, es geht wahrscheinlich hier noch nach rechts weiter, weil hier sind noch... Ja. Schutter und Ascheberge. Schutterberge, so. Ja. Ja. Ganz dezente Schutterberge. Ja, ganz dezent, genau. Gab es wieder Mengenrabatt wahrscheinlich. Ja. Ja. Da liegen schon so 20, 30 Ladungen LKWs. Wenn nicht sogar mehr. Also ich weiß, also die Fläche an sich finde ich jetzt nicht klein. Ich meine, wenn du rüber nach zu Euromir guckst. Wenn das natürlich bis hier hinten, wo dieses halb abgebaute Maze steht. Ja, ach, das bauen sie gerade ab, ja, die Halle. Ich weiß es nicht. Die war doch vorher zu. Also es war wirklich eine Halle gewesen. War zu, ne? Ja, ja, und die bauen das, glaube ich, ab gerade. Das kann gut sein, ja. Nicht wegreißen, dann kann man noch einpacken und verkaufen. Wenn das dazukommt, dann... Dann ist es groß. Dann passt es auch alles sehr gut. Ja. Aber wir haben ja auch noch Zeit. Wir haben Zeit. Das ist wirklich alles noch... Für wann wurde das angekündigt? 24 oder 25? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Müsste ich auch noch mal nachgucken. Aber ich denke mal so um den Dreh. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, sagte der Fabi auch, es geht voran. Man hört, man spürt. Ja. Ja. Also ich bin auch wirklich sehr gespannt. Auf jeden Fall auch auf die Thematisierung. Ja. Weil wenn man sich hier so umguckt, funktioniert das eigentlich sehr gut mit Theming. Und ja, wie die Achterbahn sich quasi in diesem Bereich einbetten wird. Ne? Ja. Ob das so wie Blue Fire sein wird, die Einbettung, ist eigentlich nicht viel eingebettet. Oder ob es so sein wird wie, was haben wir für ein gutes Beispiel? Taron. Ja, ich habe jetzt so einen Europapark. Europapark-Vergleich. Ich meine, Wodan kannst du auch nicht sagen, weil das ist an sich Theming. Ja? Wodan nicht, Silvester nicht. Nee, eigentlich.
eigentlich wäre das dann, wenn sie das so machen, mit richtig geiler Thematik drumherum, die erste Achterbahn, die sich so mega einbetten würde. Aber ja, stimmt. Genug gelabert, wir hoffen auf das Beste. Wir werden natürlich nicht enttäuscht, wir sind im Europa-Park. Und es entsteht endlich wieder eine Achterbahn. Seit wie vielen Jahren? Sehen wir mal von Kong Kong Coaster hinweg, weil das ist halt nur eine gute, sehr gute Renovierung gewesen. Was war die letzte Achterbahn? Wodan? Oder Wodan? Oder Arthur? Zählst du Arthur als Achterbahn? Das ist mehr eine Themenfrage. Ja. Also wenn es Wodan ist, dann war es glaube ich 2012, 2013. Also ja. Über 10 Jahre her. Ja, für einen Mack-Park ist das eigentlich jetzt so, ne? Langsam Zeit. Ja. Aber ja, ihr seht es ja, es geht voran. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das neue Produkt in der Zukunft hier im Europapark. So, weiter geht's im Verlauf. So, wir sind eh schon in Griechenland, deswegen verschlägt es uns direkt in den Keller hier. Den Mack-Keller. Von der Runde Abenteuer Atlantis. So. Ja, hier ist echt nie was los. Ist mir ja gut. Aber ja, nochmal die Empfehlung für die Show gerade. Die war echt mega nice. Müsst ihr euch auf jeden Fall alle mal geben. Abraka. Shakespeare, Alter. So, let's go. Ein paar Punkte für Park zu holen. Natürlich darf Batava jetzt nicht fehlen. Juhu! Ja, nicht was. Et le méchant Cortés. Mais nous ferons face à tous ces dangers. Yopi, offre donc un brin de courage néerlandais à nos amis. Mais non, espèce de loutre, ça c'est pour nous deux. Non, je pensais à un objet métallique. Voilà, c'est ça. Normalerweise glaube ich ja nicht, dass solche Szenen uns gar nicht machen. Aber wenn das verbrochen ist, ist es nicht zu was ich nicht gesehen habe, ist unbekannt. Thank you.
Gar nicht, wie ihm geschieht. Da haben wir schon die Hals erschossen. Thank you.
war gut. Du kannst mich aber. Okay, this is the music I put loose and I wanna see you dance. Du musst aber tanzen, ja? Sehr gut, Henrika. Wow. Woohoo. My card, 8 hours for what? Oh, tell me what I got. I got this feeling that I'm just pulling me down. Yeah. I'll hit the ceiling, or as a pair of these now. Tonight I get a cat blue. Das Musik ja, mobil gesehen und Fabi hatte voll die geile Idee, ein Ravetime-Mobil zu machen und dann hier durch den Park zu fahren. Grundsätzlich kam die Idee gar nicht von mir, sondern von dem Herrn da hinten. Ach, vom Moti. Also Moti übrigens da hinten. Moin. Moin. Hier. Schönes T-Shirt. Ja, wir fahren jetzt eine Runde Josefinas kaiserlicher Zauberreise. 0.1. So. 1.0. Könnt ja noch weiter was, ne? Neue Stationsgebäude, neue Wägen. Ein Restaurant auch noch. 3. Thank you.
Und jetzt von Josefinas, kaiserlicher Zauberreise, gehen wir nochmal rüber zu Snorri Touren. Auch schon länger nicht mehr gefahren, die Karre. Ah. Snorri Touren! So, ab in den Keller, wa? Ist aber echt viel los gerade. Ist das immer so ruhig hier unten? Also ich meine soundtechnisch gerade. Ist ja nichts los, Leute, direkt durch. Erste Reihe. Gut gesättigt. Ich komme jetzt gerade aus dem O'Mackies im irländischen Themenbereich und ich hatte den Angus Burger mit Pommes und dazu ein Fusti. Mega geil.
eigentlich relativ günstig und ich glaube, ich habe jetzt mein Hotspot-Point gefunden, wo ich demnächst mal essen werde. Der Burger ist wirklich sehr zu empfehlen. Angus Burger, nicht vergessen, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. So, jetzt haben wir nur noch eine knappe Dreiviertelstunde hier im Park und danach geht es abwärts nach Hause. Abwärts! Und nehmen jetzt noch ein paar Rides mit, die wir kriegen können. Wie zum Beispiel jetzt den Matterhorn-Blitz wollen wir auf jeden Fall machen, haben wir nicht geschafft. Und ja, mal gucken, was noch so alles mitgenommen wird. Auf jeden Fall ein paar Merchandise-Produkte nehmen wir mit. Und danach geht es wirklich raus aus dem Park. Und wir werden dann wahrscheinlich nächste Woche wiederkommen für eine komplette Woche hier im Europapark in Rust. Und da freue ich mich besonders drauf, denn Europapark liegt mir sehr am Herzen. Mega gut. So, jetzt eine Offride-Runde für euch, Matterhorn-Blitz. Denn meine GoPro ist zu Hause. So, let's go. Einfach mega schön hier. Sauber, gepflegt. Und mal wieder muss es sein, der Andi steht vorm Eingang und muss nach Hause. Scheiße, ich habe keinen Reim gemacht. Scheiße. So, ja, Europapark. Heute tatsächlich mit Wetter, was mitgespielt hat. Da zum Beispiel, da ist noch eine kleine Lücke. Aber ansonsten war der Tag relativ sonnig. Wir hatten gar keinen Regen. Nur morgens, wo wir noch einmal in der Bude waren. Aber sonst den ganzen Tag hatten wir trockenes Wetter. Es haben sich zwar mega starke Wolken angekündigt und die waren auch da, aber es ist nichts passiert und ich bin heilfroh. Ja, haben wir noch ein paar kleinere Rides mitgenommen, Snorri Touren unter anderem, dann die Josephine, die Jupp-Fahrt haben wir auch mitgemacht. Und ja, tatsächlich mit dem Fabi heute alleine, was auch mal eine Erfahrung ist. Ja, durchaus. Eine sehr ruhige Erfahrung. Ne, es ist wirklich mega entspannt, also ne, man hat den Tag wirklich genossen, hat sich jetzt nicht abgehetzt, um unbedingt jetzt diese Attraktion noch zu schaffen oder die, wir haben es einfach genossen und wir haben echt eigentlich so wie wir drauf waren und gegangen sind und haben noch gegessen und saßen wir noch auf Bänken, haben wir trotzdem mega viel geschafft, also finde ich jetzt viele Schritte, viele Pausen, aber auch viele Attraktionen. Es war auch, wie gesagt, entspannt, was die Wartezeiten angeht. Für einen Dienstag finde ich relativ gut gefüllt. Ja, gut, wahrscheinlich, weil es jetzt auf das lange Wochenende zugeht. Ah ja, genau. Ja, Brückentage und ja, Pipapo. Genau. Stimmt, Donnerstag ist Resturlaub. Da werden die Urlaubstage oft dann so verplant auch. Ja, das ist richtig. Ja. Oder meine Theorie ist ja halt auch wieder der Resort-Pass, der die Leute quasi wieder zum Mackland führt. Nee, aber wie gesagt, ich bin heilfroh, dass wir die Jahreskarte wieder haben. Das heißt, ich werde öfter vorbeikommen. Das heißt, ich werde euch öfter mit EP-Content quälen. Ich glaube aber, das kann man nicht quälen nennen, sondern es ist eine Bereicherung. So,
Ja, Highlight heute war der Hund. Ganz ehrlich. Emily, mega gut. Emily, so Emily, genau. Da habe ich mir noch einen Merchandising-Artikel mitgenommen. Ein Valerian Po, nicht Valerian. Das haben wir im Valerian Shop geholt. Ein Kong Kong Coaster Plakat für unsere EP-Küche. Ja, Nachteile oder Lowlights gab es keine für mich. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Für dich auch nicht, ne? Nö. Dein Highlight. Ja, war schön, war gemütlich. Gemütlich. War nicht zu voll der Park. Also wir haben eigentlich nirgendwo länger als 20 Minuten gestanden. Nee, länger nicht. Das Wetter hat heute auch mitgespielt, von daher. Ja. Alles gut. Alles gut. Also wir sind glücklich und zufrieden. Verlassen wir den Park. Wie gesagt, wir werden dann demnächst wieder mehr Europapark-Content haben, denn ich bin nächste Woche wieder hier unterwegs und zwar ganze 5 Tage. Das heißt, da werde ich auch ein bisschen produzieren und vielleicht mal auch das eine oder andere Video mal machen. Also nicht immer nur Vlogs, sondern vielleicht auch ein paar Infovideos. Mal schauen, was da so rumkommen wird. Ja, Plakat ist auf dem Boden. So, also, wir verabschieden jetzt uns von hier, von dem Vlog 2022. Was haben wir? Mai immer noch, ne? Aus dem Europapark. Und wir sagen, lächeln, winken. Bis dann. Wir sehen uns wieder hier im Europapark in einem anderen Video oder Vlog. Vielen Dank. Ciao. Und bis da. La la la.